Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu Anno 1800 Kampagne. Ja, wir sind hier wieder im Hafen und haben jetzt ja noch einige Aufgaben zu tun. Zum Beispiel erstmal das Finderlohn hier einsammeln. Unser Schiffchen ist da. Das gibt wieder ein bisschen Kohle. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, dass wir die Kanonenboote hier fertig kriegen, die zwei, und eine Fregatte, die wir dann ja noch verkaufen müssen. Das ist natürlich echt schade, dass wir die Schiffe verkaufen müssen, aber gut. Wenn das unser Auftrag ist, dann ist das unser Auftrag. Weiß gar nicht, können wir schon Kanonenboote bauen? Ne, uns fehlen noch zwei Kanonen. Ich glaube, wir haben jetzt eine Kanonengießerei, ne? Mal gucken, was überhaupt unsere Stahlproduktion hier so sagt. Ah, das eine Stahlwerk, das frisst natürlich ganz gut. Das ist die Kanonengießerei. Das ist das Stahlwerk. Das ist das. Ne, das ist das Stahlwerk. Stahlträger. Das macht Stahlbarren. Oder Rohstahl, besser gesagt. Eisen. So, na gut. Wir sind im Plus. Wir haben unsere vier Kisten auf dem Weg da unten hin. Eben hat es noch gebrannt, aber das konnten wir natürlich unter Kontrolle bringen. Ist ja ganz klar. So, und hier auf dieser Hauptstraße, um den Warentransfer einmal zu beschleunigen, wenn wir jetzt hier einmal gerade uns das, den Luxus gönnen, ein paar Steinchen draufsetzen. Weil da sind die Kutschen nämlich deutlich schneller. Und ja, die Feuerwehr weitert ihren Kreis. So. Mal gucken, wir haben 53. Rot müsste eigentlich als nächstes kommen, oder wie sieht das nochmal mit dem Fleisch aus? Ja, wir können aber noch ein paar mehr eine Zucht bauen hier, weil wir müssen ja noch die Seife herstellen. Ohne Seife sind unsere Freunde ja auch wieder nicht glücklich. Und das wollen wir ja nicht, ne? Den gehen wir jetzt hier nochmal runter. So. Drei waren das immer. Natürlich jetzt ein blöder Platz hier. Sollen wir das so machen? Einmal drehen. So. Gut, dann brauchen wir natürlich jetzt hier auch nochmal ein Warenhaus. Sonst wären die Wege zu weit. Und dann können wir hier jetzt nochmal Assenmeisterei. Wie viel produziert denn ein Schwein? Eine jede Minute und der auch jede Minute. Das heißt, wir haben jetzt zwei über. Weil nämlich eine Minute und eine Minute. Alles klar. Jetzt haben wir zwei mehr gebaut. Sprich, wir können jetzt zwei hiervon hinsetzen irgendwo. So. Und die brauchen 30 Sekunden. Heißt, eine Seifenmacherei erstmal. Das wird natürlich unseren Bedarf auf lange Sicht nicht decken. Wir brauchen mehr Leute. So. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir müssen sehen, dass wir unsere Stadt hier noch erweitern. Kriegen wir denn jetzt hier noch drauf? Komme ich aber da mit der Straße nicht mehr rum, ne? Aber das brauchen wir auch nicht. Weil die dann an der oberen Straße dran sein werden. So. Perfekt. Machen wir das mal hier noch. Da können wir da auch noch ein paar Häuser einsetzen. Nein, da geht keins mehr hin. Da nochmal drei hin. So. Da sieht das soweit eigentlich schon mal ganz gut aus. Jetzt verlieren wir natürlich Geld. Ein bisschen. Hoch die Taschen. Seife kommt gleich, Brot kommt dann auch noch. Ohne Schule wollt ihr. Und da haben. Wir tendieren ja mit der Erweiterung mehr in diese Richtung. Wohl. Eigentlich gehen wir jetzt bald weiter nach hier.
Da oben wird ja noch abgedeckt. Soll ich schon mal einschenken zum Anstoß? Sehr gut. Dank ist immer besser als Zank. Haben wir den auch abarbeitet. So, was haben wir denn hier noch? Moral. Sonst haben wir keinen weiteren Auftrag. Doch, da ist noch ein Auftrag. Man ist schuldig. 8000, das ist natürlich nicht schlecht. Ganz leicht davon. Ach, dann soll ich den Geleitschutz geben. Na gut. Kriegen wir hin. So, Geleitschutz. Mal gucken, wie viele Leute angegriffen werden. Weil die, das imperiale Flaggschiff ist stärker als eine Fregatte. So. Dann müssen wir das mal im Auge behalten. Können wir bauen. Wie das dann hier so mit der Seifenproduktion aussieht. Warte mal, ich kann natürlich hier nochmal ein Schweinchen hinsetzen. Platz ist ja noch da. Dann setzen wir hier mal noch ein Schweinchen hin. Gehen wir hier einen hin? Ne, da geht keiner hin. Aha. Mal gucken, ob wir das Ganze nochmal ein bisschen verschieben können. Ne. Und dann machen die halt nur mit Vieren. Ist dann halt so. Oh. Aber hier geht auch keiner mehr hin. Da sind wir außerhalb der Reichweite. Ist nicht mehr. Dann hat er halt nur 4. Ist es halt so. Sehr schön. Doch, das sieht schon mal gut aus. Da bin ich mit zufrieden. Brauchen wir noch ein paar mehr Arbeiter. So, wir haben anscheinend... Die 4. So. Kanonen machen wir das mal, weil es fehlt nur noch Brot, ne? Und die Polizei. Ich fange an, mich zu fragen, ob sie die Dinge nicht ändern könnten. Polizei, Polizei. Ach, was willst du? So, mein Schiffchen zuckelt da hoch. Gespeichert. Vielleicht können wir jetzt schon mal ein Kanonenboot bauen. Ja. Gut, bauen wir schon mal ein Kanonenboot. 25 Steine ist das nächste Ziel. Ja, wir haben doch irgendwo hier noch so eine... Ja. Zack. Und dann setzen wir doch nochmal einen Ofen daneben. Das muss mal weg hier. Zack. Ich weiß, diese Häuser sind teuer, aber was soll man machen? Wir machen ja Plus. Ist ja alles gut. Hier gibt es auch noch ein paar Steinchen. Töten wir. Das ist natürlich nicht schlecht. Haben wir noch mehr von diesen Steinhäusern hier irgendwo? Hier hinten sind keine Ruinen. Nee. Hier sind keine Ruinen. Da haben wir noch Steinchen. Was haben wir denn noch? Hier sind nur noch Holzruinen. Sollen sie die mal gerade wegmachen? Da sind nochmal Steine. Ich weiß aber nicht, ob sie da hinkommen. Doch, da kommen sie auch hin. Sehr schön. Was haben wir hier? Holz. Das müsste ja schon fast alles gewesen sein, ne? Da sind nochmal Steine. Da haben wir nochmal Steine. Dann sollte das gleich reichen. So, dann reicht es auf jeden Fall schon mal für die Schule jetzt. Dann freuen sie sich. Bright Sands, aber es ist alles andere als schlecht. Da, siehst du? Ist ja auch Tortuga. Tortuga. Sehr schön. Das haben wir auch schon abgerissen. Was wir dann, wenn wir alles abgerissen haben, können wir mal so nebenbei machen. Und wir fangen jetzt an, hier unsere Getreide. Unsere Getreidefarmen aufzubauen. Den reiße ich gerade ab. Da. Den auch noch abreißen. Natürlich muss ein Geleitschutz auch immer wach sein. Ja, einen Geleitschutz haben. Wo du hinfahren willst.
Meistens fährst du ja dann immer dahin, wo es wirklich ungünstig ist. So. Dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an, unsere Getreidefarmen hier in diese Richtung von der Straße zu bauen. Und wir brauchen da ja mal 100... 144 Felder dafür. So. Gehen wir hier noch einen rein. Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, das ist schön. Sie können Ihren Vater nicht zurückbringen, aber Sie können seinen Traum leben. Ja. Machen wir ja. Geben unser Bestes. So, jede Minute. Alle 30 Sekunden, jede Minute. Heißt, wir brauchen noch mehr. So. Da was können, machen wir ja noch einen hin. Oh, das war schon 144. Perfekt. Genau, dann bekommt ihr natürlich jetzt auch wieder ein Lagerhaus. Ziemlich zentral. Ah, das kostet mir natürlich 20 abzugraden, ne? Das ist immer nur teuer. Müssten wir ja auch noch die eine Polizeistation da bauen. Aber hier wird natürlich gleich echt viel Verkehr herrschen, deswegen gönnen wir uns das. Rüsten wir auf. Dann brauchen wir jetzt zwei Mühlen. So. Und zwei Bäckereien oder drei. Ah, drei Bäckereien. Die müssen wir auch noch erstellen, aber ich habe keinen Hopfen hier auf der Insel. Müsste ich eigentlich noch eine andere Insel kolonisieren. Das könnte ich eigentlich jetzt machen. Ich habe 10 Stahlträger. Die Insel hat Hopfen hier. Das ist eine schöne Insel. Aber da haben wir kein Öl, ne? Doch, hier haben wir Öl. 4 Quellen aber nur. Mit der Insel, die hat Paprika. Die Insel hat hier Hopfen und Trauben. Da sind die Piraten. Hopfen und Paprika. Eigentlich müssten wir diese Insel hier nehmen. Ja. Ja, die Insel müssen wir kolonisieren. Aber schon Paprika nachher für unser Dosenfutter für die nächste Generation. Das ist nicht schlecht. Habe ich ja hier ein kleines Kanonenboot. Das kann nur einen transportieren, das ist natürlich bitter, ey. Und du kannst ja schon mal hinfahren und dich dann auch gleich wieder verkaufen. So. Mist. Ich muss das machen, bevor hier die anderen angreifen. Gut, wir können einen kleinen Schoner bauen. Das ist ganz gut. Dann kolonisieren wir jetzt gleich unsere Insel da unten. Wir müssen dann zwar immer an Peter und Funke hier vorbei. Ich hoffe mal nicht, dass wir irgendwann Krieg haben. Wahrscheinlich wird es daraus hinauslaufen. Das ist natürlich immer ein Punkt, dass der unsere Flotte kaputtballern könnte, obwohl er seit der Hafen hier an der Seite. Wenn ich nun dahin fahre oder dahin fahre, der wird immer im Weg sein. Und wie sieht das überhaupt aus hier mit? Den sehe ich auch überhaupt nicht. Und mit denen werde ich keinen Stress kriegen. Ich mach Minus. Das ist prinzipiell nicht gut. Also wir brauchen mehr Homies. Mehr Homies fressen natürlich auch wieder mehr. Zack. So. Mehr Leute. Das Leben hier brauchen auch mehr Güter. In der Gewerkschaft wird bereits gemunkelt. Aber alles gut, nur kein Brot.
Gut, der Schoner fährt hier unten lang. Das ist auch gut. Brot müsste jetzt aber eigentlich langsam losgehen. Ah ne, kann ja nicht. Jetzt kann Brot losgehen. Und da brauchen wir nochmal 5 Steinchen für. Wenn nämlich das Brot jetzt kriegen, dann kriegen wir nochmal 3 Einwohner mehr. Und Brot bringt uns nochmal 5 pro Einwohner. Also kommt das dann locker hin mit dem Plus. So, jetzt seht ihr, das Brot müsste jetzt angekommen sein. Nee, noch nicht. Okay, gut. Naja. Mal gerade generell mal einen Überblick machen. Fisch brauchen wir noch mehr. Da haben wir nur 13. Schnappes ist ein bisschen wenig. Seife haben wir. Wir brauchen noch Fisch. Nochmal ein Fischfang mehr. Den habe ich jetzt aber auch weit weggebaut. Nehmen wir den aber noch mit runter. So, ein Fisch. Kartoffeln. Ups, Kartoffeln hatten wir, ne? 115. Können wir hier auch noch eine Schnapsbrennerei hinsetzen. So, wir sind 2200 Leute. Aber mit dem Geld mache ich mir jetzt im Moment erstmal weniger Sorgen. Das sind nur 100. Das kommt schon wieder, wenn das hier gleich alles schön läuft. Brot fehlt immer noch. Also von daher, das steigt gleich noch. Vom Stapel gelaufen. Sehr schön, der Schoner ist fertig. Einsatzbereit. Dann machen wir den jetzt mal klar, um die Insel hier zu kolonisieren. Weil wenn wir Paprika schon mal haben, das ist echt gut. Das wäre echt gut. Die holen wir uns. So. Da wird er bestimmt nicht glücklich sein. So. Segel setzen. Mal gucken, wo ist hier der Strand? Hier ist der Strand. Und hier zurück ist ein Strand. Auf dem Pfad der Tugend. Das ist ein schöner Strand. Hier gehen wir hier hin. Ruder übernehmen. Und er hat hier auch gleich seinen Auftrag erledigt. Spielstand gespeichert. Perfekt. Und hier ist schon der nächste. Das ist wichtiges Geld. Da kann ich euch nur den Tipp geben, macht auch diese Aufträge. Ich habe weniger Angst um Meistens sind das Pillepalle-Aufträge, so wie der jetzt hier. Ein bisschen Treibgut einsammeln. Was auch noch direkt hier oben ist. Muss er nicht mehr weit fahren. Da müssen wir mal gucken. Das ist viel Geld für eigentlich wenig Aufwand, weil ihr braucht das Schiff jetzt im Prinzip ja nicht. Ob das jetzt nun hier einfach rumliegt, das macht ja nicht wirklich viel Sinn. Da kann man dann halt schön das Schiff dann sehen, dass es beschäftigt ist. Die muss ich unbedingt updaten. Da brauchen wir ja 20 Steine für. So. Falls ihr euch fragt, warum ich das Headset so komisch aufhab, weil ich erwarte ein Paket von UPS. Und, da ist eine neue Insel. Und die? Oh, die kann das auch. Aber die ist deutlich kleiner. Nehmen wir doch die hier. Jetzt den Leuten noch die Inseln wegnehmen, wenn man es kann. Sehr schön. Da hinten müsste irgendwo mein Schiffchen ankommen. Oh, hier ist das Treibgut, was wir sammeln müssen. Dann ist das alles gar nicht mehr so weit weg. Das ist schön. Piraten? Ne, das ist die rote Flotte. Kommt die schon von drüben? Die kommt schon von drüben. Alter Schwalder. Du bist keiner, der sich die Hände schmutzig macht. Leider. Was du denn? Mit dem sollte ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen Kuchen essen hier. Aktion, einschmeicheln. Ah, zu sicher. Ach, komm oh Gott. Schon. Und der greift ihn nicht an. Und die hier sowieso nicht. Oh. Es hängt wie ein Mühlstein um meinen Hals. Leicht erhöht. Kann man hier nicht angriffspakt? Unmöglich, unmöglich. Schiff vom Stapel gelaufen. Gut. Kann man hier? Leicht erhöht. Da würde ich euch eine richtig Kohle für haben. Gebe ich gleich. Wie in der Kunst. Oh, 1800 nur. Für 3 Stunden. Das ist gut. Kann man sich gönnen. Ich will mehr haben.
Ich kann dich nicht 8000. Hören. La, 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 la. So, auch er wird nicht angreifen, aber 3 Stunden ist erstmal Ruhe. Na gut. Und das ist schon mal nicht schlecht. Ihr Vater hatte den gleichen eisernen Blick. Und bei ihr wird's unmöglich. Oh Schätzchen, ja. Du musst dich schon etwas. Das war klar, dass das bei der nichts wird. So, und ihr seht auch, wir machen jetzt wieder plus 300. So. Jetzt gibt's etwas Unmut bestimmt. Bevor du dich überall breit machst, ja. Denk dran, was wir besprochen haben, ja? Zur Stelle. Sehr schön. Wir wären dann soweit. Oh, Zeitung. Neben all den oh, alles grün. Aber wir brauchen mehr Geld. Sie unseren Meister zu nennen. Wir haben unseren Meister zu nennen. Dichterische Freiheit. Weil das Geld ist wichtig. Das sind jetzt, auch wenn es 180 sind. War das jetzt schon Zensur? Aber 180 sind 180. Und das sollte man immer mitnehmen. Also klar, musst du immer darauf achten, dass du noch andere Sachen bei der Zeitung machst. Aber ich hatte jetzt ja nur die Möglichkeit, Geld zu machen oder Zufriedenheit. Und Zufriedenheit hatten wir ja schon. Und das findet sie gut. Aber nicht unsere Schnupsen. Die mag das wohl nicht so. Ich hoffe, sie werden mich auch weiterhin ihre Gebräuche lehren. Ja, ich lehre dir immer was ganz anderes. Ein Handelsabkommen zwischen Konkurrenten wurde aufgekündigt. Billy und die Olle handeln nicht mehr. Zack. Geil. Dann haben wir hier schon mal eine schöne neue Insel. Finde ich richtig gut. Können wir auch gleich mal anfangen. Holz. Halt, das ist typischer Fehler. Anfangen zu bauen. Aber gar keine Holzfritzen hier hinzusetzen. Dass wir wenigstens so die Grundsachen machen. So. Da müssen wir jetzt noch ein paar Häuschen bauen. Natürlich jetzt schon ganz schön weit weg. Aber jetzt habe ich noch. Gut, dass ich so viel mitgenommen habe. Ne, sollen wir anders machen. Wir müssen dahin. So. Und dann einmal hier rein. Marktplatz setzen. Dass das alles nicht so synchron ist, ne? Also jetzt. Synchron symmetrisch. Wenn nicht synchron. So. Zack. Ist weg. Und Häuschen. Hier machen wir nur. Hier machen wir nur Dreierblocks. So. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oha. Ha. Ja. Läuft bei denen. So. Die machen also Fische jetzt. Holz. Und dann brauchen sie ja nicht. Doch, die brauchen noch Klamotten. Aber das reicht erstmal. Klamotten, weiß ich nicht. Die brauchen natürlich was zu saufen, ne? Und damit die Zufriedenheit schön hoch ist. Immer so diese ganzen Schluckspechte hier. Müssen wir natürlich jetzt mal so ein kleine Handelsflotte hier aufbauen. Das ist doch doof. Warum macht man das ja nicht einen kleiner, ey? Da einsetzen. Gut, aber ich habe jetzt schon so viel Schnaps hier drüben, dass ich mir das erlauben kann, da Schnaps hinzufahren. Von Hafen. Wo ist Norden? Ach so. 3 Schnaps nur. Klamotten kann ich da hinfahren. Das ist nicht das Problem. Aber die kann ich da auch gerade selber anbauen. Obwohl ich eigentlich auch, sagen wir mal, die Grundbedürfnisse da drüben gerade fertig machen kann. Dass wenigstens die Bauern immer zufrieden sind. Ich kann die Feuerwache noch bauen. Wir machen immer noch ein bisschen wenig Schnaps. Das reicht mir noch nicht. Brot machen wir jetzt immer in 4. Jetzt ist das Kanonenbrot fertig. Bereit. Ja, auch fertig.
Kann hier auch hinfahren. Den könnte ich eigentlich schon verkaufen. Was will er hier eigentlich? Jedwede Unterstützung vermag. Polter die Polter. So. Sie ist klein, aber oh. Und weg. Ich biete Ihnen wie 11.000, das ist natürlich nicht schlecht. So, aber jetzt bin ich erst noch hier bei der. Ah, oh, was hat er denn hier? Gegenwind? Ja, so ziemlich. Na, das dauert jetzt noch ein bisschen, bis er da ist. Dann brauchen wir hier. Bauen wir jetzt erstmal unsere. Ja, jetzt haben wir noch kein Holz. Dauert auch noch ein bisschen. Sollte noch mal gerade zurückfahren. Ich fände es geil, wenn man noch einen Knopf hätte. Zurück in die Heimatbasis sozusagen. Ne? Dass man einfach draufklickt, so, und du fährst jetzt wieder in den Heimathafen. So eine Schnellwahlliste, das wäre noch irgendwie ganz cool. So, jetzt müssen wir gleich noch eine Fregatte liefern. Und eine Fregatte kostet natürlich nochmal richtig. Dafür brauche ich jetzt nochmal Handwerker. Also muss ich das gleich nochmal updaten, hier ein Haus. Ach, kann ich jetzt schon? So. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Wir schicken sie zu den Fischen. Ja, ja. Anne. Annes Vater wurde vom verrückten König hingerichtet. Oh, die sind doch im Frieden jetzt hier, oder? Ist sie selbst verrückt geworden. Ach nee, er ist im Krieg mit der Alten. Eieiei. Ein neues Zwischenziel erreicht. Kämpfen die hier schon? Die ist jetzt nicht. Obwohl hier natürlich gerade eine ganze... Ach, da sind nur drei kleine Frachtschiffe, drei Schoner. Sehr gut. Geld machen wir. Geld fließt. Fregatte können wir gleich bauen. 15 Kanonen. Dann haben wir das auch aberledigt. Aberledigt. Das ist auch ein gutes Deutsch. So, er fährt zurück. Er holt ein bisschen Holz und ein paar Steinchen für da drüben. Warum ist der denn die auf Pause? Da war der Fehler. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich ersetzen würden. Ja. Das wäre natürlich schade gewesen, ne? So, dann sieht doch eigentlich alles schon mal sehr gut aus. Mein Stahlwerk läuft. Hat alles auch noch nicht explodiert. Getreide läuft. Dann können wir eine Mühle hier aufmachen. Haben wir denn genug Getreidestau? Ja, aber. Können wir die Mühle auch fertig machen? Zack. Und dann haben wir nämlich mehr Mehl. Und wenn wir mehr Mehl haben, können wir dann auch wieder schön weiter basteln. Den Stand brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufrüsten. Die beiden sind, dann kann der kleiner bleiben. So, was haben wir jetzt Neues bekommen? Fensterfritzen, wo wir es mal bauen. Es mangelt an Arbeit. Und jetzt hier haben wir jetzt auch unsere Paprika. Die Paprikaproduktion, da brauchen wir zum Glück nur die Bauern für. Die müssen wir jetzt auf der anderen Insel machen. Und dann müssen wir aber hier wiederum das Essen fertig machen, weil hier gibt es Eisen. Obwohl Eisen gibt es auch da drüben, ne? Eisen können wir nochmal zusätzlich hier ein bisschen abbauen. Ein Eisenvorkommen haben wir. Dann können wir hier dann zusätzlich nochmal Eisen abbauen. Und dann schicken wir das Eisen und das Paprika mal rüber. So. Lehnen wir die nochmal gerade ab hier. Ja. Hast du mich erschreckt? Ja, hab ich dich erschreckt. Oh ja. 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 So, wir hatten den nächsten Auftrag schon. Holen Sie von Blakes diplomatischen Clipper ab. Gold. Oh, da kriegen wir hin. So, jetzt gibt es nochmal 11.000. Hier ist das nächste Kanonenboot. Sehen Sie, ich so, jetzt brauchen wir nur eine Fregatte. Das machen wir jetzt. Da fährt das Schiffchen jetzt hin. Perfekt. Wir haben auch 50.000. Wir machen Plus. Zwar nicht viel Plus, aber es reicht. Und das Lager. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Na, dann werden wir das nochmal gerade nochmal erweitern hier. Was mich eigentlich so wieder 10 Steine, ey. Das ist doof. Die ganzen Fischfarmen hier, die kommen nachher noch alle weg. So. Haben wir das Lager nochmal um 100 erweitert. Wo ist denn jetzt mein kleiner Schoner? Da kommt er. Dann kann er jetzt Holz und... da siehst du, da hat er nicht genug Transport, dann wird der doch noch aufgerüstet. So. Hier sind natürlich auch einige Firmen in deiner Nähe. Einsatzbereit. Einsatzbereit ist er. Dann nimmt er das Holz mit. Nochmal 50.
10 Steine. Mehr kann er eh nicht mit. Und dann fährt er wieder zurück. Steuermann. So. Okay, meine Freunde. Dann würde ich sagen, war es das wieder für heute. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr morgen wieder einschalten würdet. Hier bei Anno 1800 Kampagne. Bis dahin, haut rein. Ciao.